Heute gucken wir uns an, wie wir mit Anime.js SVG-Grafik morphen können, also los geht's! Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Tutorial. Heute geht es mal wieder um Anime.js. Viele von euch haben sich so ein Video gewünscht und hier kommt es. Es geht heute darum, wie wir SVG-Grafiken morphen können. Was heißt, das ist, wir wollen aus einer SVG-Grafik, beispielsweise einem Kreis, ein Viereck machen und das Ganze soll einer flüssigen Animation passieren. Das ist ein bisschen tricky, diese ganze Geschichte, weil man im Prinzip einen Pfad durch einen anderen Pfad ersetzt und die Ankerpunkte bewegt. Was heißt, das Ganze muss man schon im Vorfeld wissen, dass man etwas morphen möchte. Wenn ihr beispielsweise ein Icon habt und ihr habt ein zweites Icon und ihr wollt die beiden miteinander morphen, ist das ein bisschen tricky. Es funktioniert besser, wenn man im Vorfeld weiß, ich möchte aus diesem Icon ein anderes Icon morphen und das werden wir heute machen. Das heißt, wir erstellen ein Icon, ein SVG-Icon, in diesem Fall mit Illustrator, exportieren das Ganze als SVG, fügen es in Anime.js ein und animieren das Ganze mit Anime.js. Das Spätere wird relativ simpel, das am Anfang ist ein bisschen mehr Aufwand, das heißt, das Ganze zu exportieren als SVG und so weiter und so weiter. Auf jeden Fall legen wir damit direkt los, aber wenn ihr Fragen habt oder irgendwelche anderen Anmerkungen zu dem Video, unten in der Videobeschreibung, ganz oben findet ihr einen Link zu Discord. Das ist der Community-Server, dort könnt ihr einfach der Community joinen, Hallo sagen, eure Fragen stellen, andere Fragen beantworten oder einfach mal eine Runde Overwatch zocken. Ansonsten, ja, legen wir direkt los, viel Spaß und auf geht's! So, hier seht ihr das heutige Ergebnis. Es ist ein Häkchen, das sich zu einem X formt und dann wieder zu einem Häkchen und wieder zurück und vor und wie man das auch möchte. Das heißt, wir haben ein Icon gebaut, was ich zu einem anderen Icon morphen könnt. Diese Technik, die ich euch heute zeigen werde, könnt ihr für alles benutzen. Also das können solche, in Klammern, sehr einfachen Icons sein wie sowas hier. Dieselbe Technik funktioniert aber auch bei viel komplexeren Projekten und viel komplexeren Grafiken. Also das ist überhaupt kein Problem, es wird dann nur einfach deutlich zeitintensiver. Was heißt, wir werden uns heute nur darum kümmern. Als erstes ist der erste Schritt, wie können wir überhaupt diese SVG-Pfade, die wir hierfür brauchen, generieren. Dazu werden wir jetzt mit Illustrator, also mit Adobe Illustrator, das Ganze mal aufsetzen, gestalten. Ich werde euch erklären, worauf ihr achten müsst und dann werden wir das Ganze mit Anime.js bauen. Also los geht's! So, los geht's mit dem ersten Part dieses Tutorials und zwar, wie können wir uns die Icons erstellen. Grundsätzlich seht ihr hier, ich habe Adobe Illustrator offen, ihr könnt das Ganze natürlich auch mit Affinity Designer oder auch mit Inkscape oder Adobe XD oder sowas machen. Jedes Programm, was euch SVG-Grafiken erstellen kann, sollte dafür absolut perfekt funktionieren. In Adobe Illustrator wollte ich jetzt den wichtigsten Punkt als erstes mal zeigen. Und zwar klicke ich dafür hier oben auf dieses kleine Füller-Icon oder die Taste P auf eurer Tastatur. Und wenn ich jetzt ein Icon habe, beispielsweise ist es einfach nur so ein Viereck hier, zack, jetzt habe ich hier ein Viereck. Dieses Viereck hat, wie ihr hier seht, 4 Eckpunkte, das sieht man, wenn ich ein bisschen ran scrolle, auch noch deutlicher. Und zwar immer da, wo so ein Punkt ist hier, ist ein Eckpunkt. Das heißt, wir haben hier 4 Ankerpunkte. Wenn ich jetzt ein weiteres Icon habe, zum Beispiel ein einfaches Fünfeck, dann könnte ich aus diesem hier nicht das hier machen. Das würde nicht funktionieren. Da würden euch Fehlermeldungen rausgeschmissen werden in Anime.js, weil beim Morphen muss euer Ausgangsobjekt exakt dieselbe Anzahl an Eckpunkten haben wie euer Anfangsobjekt. Was heißt, ihr müsstet jetzt beispielsweise hierzu einen weiteren Eckpunkt hinzufügen, zum Beispiel hier. Dann würde Anime.js hieraus jetzt das Icon machen können. Was heißt, das ist ganz wichtig zu merken, ihr müsst exakt dieselbe Anzahl an Eckpunkten in eurer Grafik haben, auch wenn sie wie hier oben quasi gerade hier gar keinen Zweck erfüllen. Aber genug hiervon. Als erstes machen wir uns jetzt hier mit so einem Rechteckwerkzeug einfach mal so einen Balken. Diesen Balken drehen wir jetzt mit der gedrückten Shift-Taste und Maustaste so um 45 Grad nach oben und schieben den hier mal schön in die Mitte. Jetzt drücken wir STRG C, STRG B. Damit haben wir die Fläche hier exakt auf der anderen Fläche dupliziert und drücken wieder unsere Shift-Taste, Shift-Taste und drehen hier noch einmal um 45 Grad nach unten. Jetzt haben wir hier theoretisch schon unser X. Das brauchen wir später, deswegen markieren wir uns das beides. Drücken STRG C, STRG B und STRG G. Damit haben wir das Ganze hier in dem Ebenenverzeichnis jetzt hier schon als Ebene markiert. Drücken hier mal auf das Schloss, also dass wir das Ganze gesperrt haben und wir blenden uns das Ganze aus. Jetzt nehmen wir uns diesen Balken hier und schieben den einfach mal so ein Stück nach unten und gleichzeitig auch noch so ein Stück hier hin. Was heißt, jetzt haben wir hier schon unser Häkchen. Wenn ich das Ganze jetzt nehme mit diesem Werkzeug, und zwar ich nehme das hier und das hier, dann sagen wir, wir wollen das Ganze einfach hier mit. So, jetzt markieren wir uns beides. Jetzt gehen wir hier auf das Formerstellungswerkzeug und gehen einfach hier über unsere drei Flächen, die wir markieren wollen. Jetzt lassen wir die Taste los und jetzt haben wir hier eine neue Form. Wenn wir jetzt A drücken, können wir hier unsere einfachen Formen nehmen und rauslöschen. Und so haben wir jetzt unser perfektes Häkchen. Das können wir jetzt theoretisch noch ein bisschen in die Mitte schieben, dass es optisch in der Mitte ist, und wir können es auch noch ein bisschen anders, ein bisschen besser ausrichten, so dass wir noch ein bisschen, dass es optisch halt in der Mitte ist, weil das mathematisch nach der Mitte auszurichten wäre irgendwo hier, aber wir wollen, dass das so ein bisschen optisch passt. Das heißt, jetzt haben wir unser Häkchen und wir haben theoretisch hier ja auch unser Kreuz. Die sollten relativ gut beieinander liegen und hieraus machen wir jetzt eine Form. Das heißt, hier haben wir unser X, das markiere ich jetzt mal eben und mache das etwas, funktioniert das nicht? Ich habe es nicht markiert. So, jetzt machen wir das Ganze mal etwas transparenter und machen uns hieraus auch eine Form, machen das Ganze wieder transparent, so. Und jetzt mache ich etwas, was theoretisch auch funktioniert, wenn wir jetzt einfach nur das X nehmen würden. Allerdings finde ich es besser, wenn man das so macht, weil dann hat man einen wirklichen, oder ihr könnt den Verlauf, wie das gemorpht werden soll, so mitbestimmen. Was heißt, wir nehmen uns jetzt hier das Häkchen, drücken Steuerung C, Steuerung B, haben jetzt hier zwei Häkchen, sperren das eine und blenden es aus. Das andere nehmen wir jetzt und überlegen, okay, wir haben jetzt in diesem Kreuz insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Eckpunkte. In unserem Häkchen allerdings nur 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das heißt, uns fehlen 6 Eckpunkte. Jetzt müssen wir überlegen, okay, wie können wir das hier am besten morphen? Was heißt, wie sieht es eventuell am realistischsten, am schönsten aus? Für unseren Fall ist, diese beiden Eckpunkte hier oben sollen später auch die Eckpunkte hier unten bei dem Kreuz werden. Dann habe ich hier zwei weitere Eckpunkte. Das wird später dieser Eckpunkt und dieser Eckpunkt. Dann haben wir hier zwei weitere. Diese beiden Eckpunkte werden später diese beiden hier unten. Und jetzt brauchen wir noch einen dritten. Ups, einen dritten hier. Und das wird später dieser Eckpunkt. Außerdem haben wir hier unten diesen. Und jetzt mache ich hier neben noch einen. Diese beiden werden dann später diese Eckpunkte. Der Eckpunkt hier. Ups, hier noch einen rein. Dieser Eckpunkt hier wird dann später der hier. Diese beiden gehen hier hoch. Und der wird dann später dieser Eckpunkt. Das heißt, damit sollten wir theoretisch, warte, ich zähle mal durch, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, okay, wir haben einen Eckpunkt zu viel, dieser Eckpunkt hier ist too much, den löschen wir raus. Dazu gehen wir hier oben hin, gehen hier drauf, klicken auf den Eckpunkt und weg ist er. So, jetzt drücken wir A und können jetzt ganz einfach unsere Eckpunkte nehmen und hier oben auf das Kreuz verschieben. Das rastet dann auch direkt auf den richtigen Eckpunkten ein. Und so könnt ihr euch jetzt Step by Step im Prinzip euer Icon zusammenbauen. Das machen wir jetzt einmal kurz. Ich war erst überlegen, ob ich das Ganze jetzt vorspule, aber ich denke, das ist ganz wichtig, dass man das einmal sieht. Das kommt hier runter, das kommt hier hin, das kommt hier hoch. Wo ist es? Da. Ups, das kommt hier hin. Das kommt hier hin und das kommt irgendwo hier hin. So, und zwar haben wir jetzt unser Kreuz gemacht. Das Kreuz hier unten können wir jetzt rauslöschen, das brauchen wir nicht mehr. Wir haben jetzt nämlich hier einmal unser Häkchen und einmal unser Kreuz. Was heißt, diese beiden Werte haben wir und ganz wichtig ist es, dass beide diese Pfade auf derselben Zeichenfläche sind. Also auf derselben Fläche in Illustrator, in Affinity Designer oder was auch immer. Weil das Wichtige ist, diese Koordinaten, diese Eckpunkte, werden immer anhand dieser Ecke hier berechnet. Was heißt, an der obersten linken Ecke eures Canvas mehr oder weniger. Und wenn ihr das auf unterschiedlichen Canvases habt, kann das sein, dass die komplett verschoben sind und dann später im Prinzip sich immer so hin und her schieben, wenn ihr die morpht. Und das wollen wir natürlich nicht. Was heißt, wir wollen, dass die immer schön aufeinander liegen und vor allem sich so verschieben, wie wir es gerade auch vorhaben. Deswegen speichern wir das Ganze. Hierzu gehen wir jetzt auf Datei, gehen auf Exportieren und dann Exportieren als. Und hier können wir jetzt einfach sagen, ich habe es jetzt schon mal hier vorbereitet, klicken wir mal hier auf Icons, sagen Zeichenfläche verwenden, wenn wir wollen. Ansonsten, wenn ihr keine habt, wie ich jetzt beispielsweise, sagt ihr einfach alles. Und ganz wichtig ist, dass ihr hier halt SVG auswählt. Das Ganze speichern wir jetzt ab. ersetzt. Also bei mir existiert es schon, deswegen sage ich jetzt einfach ersetzen und sage jetzt hier ebenfalls, das passt alles und sage okay. Gleichzeitig könnt ihr, wenn ihr beispielsweise das gar nicht als Datei braucht, würde ich jetzt nicht empfehlen, weil es praktisch ist, mal nachzugucken, könnt ihr das Ganze auch einfach so exportieren als SVG. Und hier habt ihr ein Icon, also ein Zeichen, das heißt Code anzeigen, könnt ihr draufdrücken und dann öffnet sich direkt einen Texteditor einfach mit eurem SVG-Quelltext. Hier könnt ihr nämlich exakt im Prinzip die beiden Points der beiden Polygone einfach rauskopieren und das hier, jeder dieser Punkte ist im Prinzip die X- und Y-Koordinate eines Eckpunkts von den beiden Polygonen, die wir halt besitzen. Was heißt, das hier ist im Prinzip das, was wir jetzt brauchen und was wir jetzt in Visual Studio Code öffnen werden. So, und los geht's mit dem eigentlichen spannenden Teil dieses Videos, und zwar, wie können wir das Ganze wirklich jetzt animieren. Hier an der Seite seht ihr schon unser fertiges Icon, was wir jetzt nutzen wollen. Ob das Ganze später von der Animation genauso bei euch aussieht, das hat ganz viele verschiedene Punkte, nämlich einmal, wie ihr die Punkte verschoben habt, wie die Reihenfolge der einzelnen Punkte ist und so weiter und so weiter. Was heißt, das kann später unterschiedlich sein und es kann auch durchaus passieren, dass ihr 5, 6 verschiedene Versionen der SVG-Pfade erstellen müsst, bis es ein Morph erzeugt, der euch gefällt. Das heißt, das kann ich leider nicht zeigen, weil das unterscheidet sich extrem stark, wie ihr das gemacht habt. Sogar wenn ihr es genauso auf demselben Weg wie ich gemacht habt, kann sich der Morph-Effekt als solcher ein bisschen unterscheiden. Grundsätzlich haben wir hier meine Standardentwicklungsumgebung, was heißt alles, was hier an der Seite ist, wie Gulp funktioniert, wie JavaScript ES6 funktioniert, wie Module funktionieren, wie SAS zu CSS führt und so weiter, steht alles unter der Videobeschreibung, guckt euch das Video an. Ansonsten, ja, wenn ihr schon wisst, was los ist, dann werden wir uns jetzt mal angucken, was sonst noch existiert. Wie schon gesagt, hier habe ich einmal unsere SVG-Datei, die habe ich einfach hier reingezogen und dann sieht man halt den Quelltext, oder ihr macht es so mit der Textdatei, wie ich es euch vorhin gezeigt habe. Ansonsten haben wir hier noch eine Index-HTML, hier haben wir unsere JavaScript-Datei, die verlinkt wird, hier oben haben wir unsere Style, die verlinkt wird, theoretisch eine Schrift, haben wir in diesem Fall gar nicht, ist halt meine Standard-Entwicklungsumgebung, deswegen ist die mit drin. In unserer Function.js, die ist aktuell leer, in unserer Main.js steht aktuell nur ein bisschen was drin, was ich standardmäßig drin habe, beispielsweise, dass halt so ein Wrapper in der Mitte zentriert wird und so weiter, aber grundsätzlich nehmen wir jetzt als erstes einfach unsere SVG-Datei und kopieren das hier in unseren Wrapper einfach rein. Das nächste ist, wir brauchen diese beiden Werte hier nicht, das hier brauchen wir ebenfalls nicht, Viewbox allerdings schon. Den Titel hier brauchen wir nicht, können wir einfach getrost löschen, und das zweite Polygonobjekt brauchen wir ebenfalls nicht. Was heißt, ihr habt jetzt hier oder solltet später eine SVG-Datei haben mit einem Polygonobjekt mit dem Attribut Points. Da wir später diese Points-Polygon mit verschiedenen JavaScript-Elementen und CSS-Elementen ansprechen wollen, gebe ich diesem Objekt jetzt 2 weitere Attribute, nämlich einmal die ID IconPath für JavaScript, damit wir das später finden können, und die Klasse Icon, damit wir das Ganze stylen können. Wenn ich das Ganze jetzt abspeichere, haben wir hier, theoretisch sollte jetzt passieren, ja, unseren Haken, der ist allerdings noch schwarz, deswegen kopiere ich jetzt hier unser Icon, gehe in unsere Main.js, sage jetzt hier in Wrapper, in unserer SVG-Datei haben wir die Klasse Icon, hier sage ich das Attribut Fill und hier sage ich einfach Prime, speichere das Ganze ab und damit wird das Ganze hier jetzt orange. Das hat schon mal wunderbar funktioniert und damit können wir jetzt eine ganze Menge machen. Außerdem muss ich, damit das Ganze sich richtig verhält, hier noch 80% Weite und Höhe geben. Manchmal geht auch 90%. Das ist einfach bei dem Morphen, bewegt sich das so ein bisschen und dann wird das sonst abgeschnitten. Deswegen muss es immer etwas kleiner sein als das eigentliche SVG. Grundsätzlich haben wir jetzt hier unser Icon und jetzt können wir in unserer Function JavaScript-Datei anfangen, das Ganze zu machen. Als erstes binde ich JavaScript ein, beziehungsweise unsere Library, nämlich Anime.js. Die habe ich mit npm installiert. Das Ganze könnt ihr natürlich einfach machen mit npm install und dann Anime.js. Wenn ihr dazu Fragen habt, findet ihr unten in der Videobeschreibung auch eine genaue Anleitung, wo wir das Ganze mal etwas genauer durchgehen. Als erstes sagen wir jetzt, wir wollen uns ein SVG-Element erschaffen, was heißt eine Variable, die halt, das heißt SVG-Element. Sagen hier gleich document.getElement by ID und in diesem wunderbaren Element sagen wir jetzt, wir haben ja unserem Parse mehr oder weniger ja eine Klasse mitgegeben, eine ID mitgegeben, nämlich ICanParse, und haben jetzt hier unser SVG-Element als JavaScript-Objekt und können damit arbeiten. Das nächste, was wir machen, ist, wir erstellen uns eine weitere Variable namens Morph, und das ist einfach ein standardmäßiges Anime-Objekt. Das heißt, es kommt aus unserer Library, und hier haben wir als ersten Wert, was wollen wir animieren, und zwar Targets. Und hier sagen wir SVG Element, was heißt, das wollen wir später animieren. Außerdem haben wir ein Easing. Hier sage ich einfach Ease Out und dann eine quadratische Funktion. Das nächste, was wir haben, ist Duration. Duration ist einfach die Dauer. Ich sage jetzt einfach mal 2000 Millisekunden. In meinem Fall sage ich, wir wollen auch einen Loop drin haben, dass sich das immer wiederholt. Und eine Direction wird in unserem Fall Alternate, damit das immer so vor und wieder zurück geht. Aber das eigentlich Interessante ist im Prinzip den Wert, den wir animieren, nämlich Points. Hier sagen wir, wir brauchen ein Array. Dieser Array besteht aus zwei Objekten, nämlich einmal Value, und hier drin haben wir dann einen weiteren Wert, und das Ganze haben wir zweimal. Zack und zack. Und hier drin brauchen wir ebenfalls so Klammern. Und hier drin können wir jetzt einfach unsere Zahlenketten aus unserem SVG-Element rauskopieren und fügen das einfach nur hier ein. Und der zweite Zahlenwert kopieren, ups, und einfügen und speichern das Ganze einfach mal ab. Und das, was jetzt passieren soll, ist theoretisch, das sollte sich wunderbar animieren. Es sieht, wie ihr seht, nicht ganz so aus wie hier. Hier animiert sich das etwas anders als hier. Das liegt daran, dass ich in meinem Demo eine andere SVG-Kette hatte. Allerdings wird aus unserem Icon ein neues Icon. Mir gefällt jetzt nicht so gut, dass hier irgendwo in der Mitte so ein Knick ist. Da müsste ich oder würde ich jetzt persönlich nochmal hingehen und nochmal das neues SVG erstellen, versuchen nochmal neu so ein X zu generieren, versuchen vielleicht den anderen Weg zu gehen, erst das X zu haben und daraus ein Häkchen zu machen oder so etwas. Das heißt, da müsst ihr einfach ein bisschen mit rumspielen. Erfahrungsgemäß braucht man für so ein, in Klammern, relativ simples Icon, brauche ich meistens so 5 bis 6 Versuche, bis ich eine Morph gefunden habe, der mir gefällt. Was heißt, ihr werdet diesen Wert hier öfter mal austauschen. Allerdings, wenn ihr das einmal aufgesetzt habt, geht das halt relativ simpel. Wie immer findet ihr diese Live-Demo unten in der Videobeschreibung verlinkt, und ansonsten, ja, war es ja schon wieder mit diesem Video. So, das war schon wieder für diese Woche. Wenn euch das Video gefallen hat, hinterlasst einen Daumen hoch, einen Kommentar unter dem Video. Ansonsten, wenn ihr Fragen, Probleme oder sowas habt, unten in der Videobeschreibung findet ihr, wie gesagt, Twitter und Discord, wo ihr einfach die Fragen stellen könnt. Wenn ihr diese Stellen unterstützen möchtet, findet ihr dort aber auch Patreon oder Amazon, wo ihr einfach irgendwas kaufen könnt und damit diesen Channel etwas supportet. Ansonsten, ja, sehen wir uns direkt nächste Woche wieder. Bis dahin, viel Spaß und ciao.